Die Rollenverteilung war klar. Ja, ich schaue die Hause, er schaut im Geschäft und der andere ist jeweils der Flügelmann oder Flügelfrau und unterstützt so gut, wie es geht. 15 Jahre später, ja, in der Mitte vom Leben und gleich in die Phase ist durch. Die Familie ist grösser, wir haben eine total schöne Familie, lässige Kinder. Aber als Frau ist so ein bisschen die Frage, hey, was will ich jetzt noch? Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Alena Locher ist eine Frau voll Hingabe. Sie lernt ihren Mann schon früh kennen und ist bereit, von Winterthur auf Bern zu zügeln, alles hinter sich zu lassen und all in zu gehen für die Beziehung. Sie haben viel Dynamik zusammen, sie haben Ideen und Pioniergeist und gründen zusammen ein Unternehmen und eine Familie mit 4 Kindern. Aber ihre Dynamik und Kraft ist trotzdem begrenzt. Alena verliert immer mehr ihre Begeisterung in der klassischen Rollenaufteilung, wo sie daheim ist und sich um Kinder und Haushalt kümmert. Und auch ihr Mann verliert im Geschäftsalltag die Freude immer mehr. Darum tauschen sie ihre Rollen. Ein Gespräch über neues Denken, über Mann sein, Frau sein, über Familiensinn und Herzensmomente. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Mega schön, dass du da bist. Alena Locher, herzlich willkommen. Danke, darf ich da sein. Merci für die Einladung. Ich freue mich mega auf das Gespräch. Du bist eine spannende Frau. Wir haben schon ein bisschen diskutiert und gesprochen. Du hast schon ein bisschen Themen abgesteckt. Und bin selber gespannt, was wir da noch alles werden ergründen zusammen. Du bist Unternehmerin, bist Mutter von 4 Kindern, bist Ehefrau. Was bist du sonst noch? Hundebesitzerin. Das ist ein Detail. Ja, sonst bin ich einfach Frau Mitte 40, die zurückschauen kann und kann ausblicken. Wie geht es dir Mitte 40? Das ist aber so eine Zeit, ja, was noch so ein bisschen kritisch ist, wenn man zurückschaut oder vorausschaut. Wie geht es dir so in deiner Midlife? Crisis, hast du gerade anhängen wollen. Auswertung. Ja, es ist ein Moment zum Zurückschauen, zum dankbar sein für alles, was ich erlebt habe und durfte erreichen. Es ist ein Moment zum dankbar sein und gleichzeitig ist es auch der Punkt, wo ich mir überlege, hey, was will ich noch und will ich das überhaupt so, wie es ist? Mhm. Und es ist eigentlich der Stillmoment, wo man die Weichen einmal kann stillen kann. Also erlebst du es so, dass du da wirklich so Gedanken machst? Es hat bei uns jetzt ein paar Sachen gegeben, ja, wo wir die Weichen gestellt haben. Bei uns heisst es? Bei uns in der Ehe, in der Firma, wo eigentlich beides recht eng miteinander verknüpft ist. Und ihr habt ein paar Weichen umgestellt? Wir haben ein paar Weichen umgestellt, ja. Das hat mit unserer Rolle zu tun als Mutter und Vater und als erste treibende Kraft im Geschäft. Dort haben wir so erneut einen gewissen Rollentausch vorgenommen. Erzähl. Da kann ich im Detail gerne darauf eingehen. Ja, erzähl. Was hat er für einen Rollenwechsel vorgenommen? Ja, du hast erwähnt, Geschäftsfrau und vierfache Mutter. Wir haben die älteste Tochter, die 15 ist, und der jüngste Bub, der 10 ist. Und wir haben schon vor dem Kind haben wir das Geschäft gegründet zusammen. Aus dem Nichts raus. Wir sind in der Schmuckbranche tätig und eigentlich war immer klar, als wir das gegründet haben, hey, das machen wir zusammen. Also du und dein Mann? Ich und mein Mann. Wir sind sehr ein sehr starkes Team. Wir haben zusammen sehr viele gute Ideen. Er meistens ein bisschen mehr mit viel Pionierkraft und ich mit ein bisschen bödelten Hintergründen, wo dann eigentlich ihn immer so unterstützt hat, dass wir es so weit gebracht haben. Mhm. Und das mit dieser Familie ist ein bisschen ungeplant gekommen, nicht ganz geplant, aber sehr erwünscht. Mhm. Und so sind wir eigentlich gleichzeitig in Familie- und Geschäftsaufbau fast ein bisschen reingeschlittert. Mhm. Wir sind 24 gewesen und haben uns das nicht so genau überlegt, was wir wie wirklich wollen und in welchem Ausmaß, dass wir das aufbauen wollen. Weder die Firma, wo wir inzwischen 10 Mitarbeiter haben, noch die Kinder, die eben im Moment 4 sind oder 4 bleiben und noch der Hund. Es hat sich oftmals das eine oder andere ergeben. Und damit wir den ganzen
Laden oder der ganze Zug, der da Fahrt aufgenommen hat, haben mögen prestieren, ist es ganz einfach zu sagen, er hat den Hauptfokus im Geschäft und ich habe ihn wieder Kind. So haben wir das eigentlich mögen haben, obwohl wir beides haben angefangen aufzubauen. Also ihr habt euch relativ jung lernen kennen. Ihr habt auch jung geheiratet. Jawohl, ja. Ihr habt jung eine Geschäftsidee einfach verwirklichen. Gar nicht mit grossen Visionen. Habe ich das richtig rausgehört? Oder habt ihr Vorstellungen gehabt, was ihr mit diesem Geschäft herren wollt? Oder habt ihr echt gedacht, wir fangen mal an, probieren mal etwas aus? Du, es war eigentlich ein bisschen aus der Not raus. Mein Mann hat selber noch studiert. Er hat an der Uni Theologie studiert. Und ich habe einen kaufmännischen Hintergrund und habe quasi das Geld heimgebracht, um uns zu finanzieren. Mhm. Und es war immer klar gewesen, wenn er dann das Studium hat, dann bin dann ich dran und dann darf ich dann noch studieren. Und dann bin ich aber in meinem Job sehr unglücklich gewesen. Das war ein grosser Betrieb gewesen, wo ein paar Sachen nicht so gelaufen sind, wie ich mir das vorstellen konnte. Und ich bin ein Mensch, der sehr eine lange oder grosse Toleranz hat und sehr lange schluckt. Und wenn es mir aber den Nucki raushaut, dann kann ich sehr schnell konsequent sein. Und so habe ich dann einfach schlicht ins Blaue rausgekündet. Und mein Mann ist voll hinter mir gestanden und hat gesagt, hey, ich unterstütze dich. Und das war der Anfang von unserem Abenteuer. Und er hat quasi neben seinem Studium, hat er nebenberuflich schon so ein bisschen eine Selbstständigkeit aufgebaut und er hat so Rohlinge gemacht, also so, oder? Ja, er hat aus Interesse raus, an der Mechanik hat er schon Titanschmuck gemacht, das heisst Fingerring aus Titan und unser erster Ehering haben wir dann aus Titan und Carbon gemacht. Das ist ein Kohlefaserstoff, schwarz. Und da ist einfach ganz viel mechanisches Interesse dahinter gewesen. Und weil er gleichzeitig einen rechten Geschäftssinn hatte, hat er natürlich das auch schon angefangen zu verkaufen. Und wir haben ein bisschen beobachtet, oder er hat das vor allem beobachtet, dass dazumal ist der Goldkurs sehr hoch gewesen. Und dass das ein Material ist, das könnte in der Branche gut ankommen. Und das Goldschmieden, das aber eigentlich von Haus aus nicht verarbeitet, weil es nicht ein Edelmetall ist, das man kann schmieden kann, sondern eben mechanisch muss bearbeitet werden. Mhm. Und so hat er ein bisschen den Riecher gekannt, hat gefunden, hey, wie wäre es, wenn wir uns selbstständig machen? Und ja, so hat das eigentlich gestartet, dass wir in diesen 3 Monaten Kündigungsfrist haben wir aus dem Nichts raus das Geschäft aufgebaut. Das Internet hat es da zwar schon gegeben, aber keine Smartphones, keine sozialen Medien. Die Welt hat ein bisschen anders funktioniert. Mhm. Da haben wir eigentlich die Geschäftsidee gehabt und dann habe ich tagelang durch telefoniert, Gold schmieden und dann habe ihnen gezeigt, was wir machen und bei denen gehen besuchen. Und so haben wir dann eigentlich vom ersten Tag an davon gelebt. Und die Goldschmiede, die haben Freude gehabt an dem, was ihr macht? Die einen haben sehr Freude gehabt, andere waren kritisch gewesen. Inzwischen ist es ein Werkstoff, der sich etabliert hat. Ich will jetzt nicht sagen, durchgesetzt in dem Sinn. Es ist einfach, nebst vielem anderen ist es etwas, das auch vorkommt und immer noch besteht, ja. Und in dieser Anfangszeit bist du überraschend schwanger geworden? Ja, ziemlich. Etwa ein Jahr nach Gründung. Wir haben soweit eigentlich schon einen grossen Teil aufgebaut und haben gemerkt, mal, wir können davon leben, aber wir sind jung gewesen. Wir hatten kleine Ansprüche gehabt. haben uns aber so finanzieren und dann bin ich überraschend schwanger geworden und dann gefunden, gut, das muss in dem Fall auch mit Kind gehen. Und ich habe dann, so gut es gegangen ist, als junge Mutter immer noch das Nötigste geschafft. Aber dort hat sich eigentlich der Fokus dann mehr auf ihn verschoben, wo aber wohlverstanden parallel dazu noch immer noch studiert hat. Mhm. Und so haben wir irgendwie 50-50 haben wir das so weitergezogen. Und wenn ich es richtig gehört, er hat innerhalb von 5 Jahren 4 Kinder gehabt. Habe ich es richtig gehört? Das hast du richtig verstanden, ja, genau. Also jedes weitere ist geplant gewesen. Wir haben das so lässig gefunden mit den Kindern. Wir haben immer gewusst, wir wollen Kinder, aber wir haben uns, wie gesagt, wir sind jung gewesen. Wir haben uns nicht so konkrete Vorstellungen und Pläne gemacht, haben das ein bisschen auf uns zukommen lassen und haben aber gefunden, Familie sein ist etwas Wunderschönes. Wir haben natürlich auch ein Einsteigerbaby gehabt, das so reingelaufen ist, dass wir gedacht haben, easy, das schaffen wir. Wir haben noch ein bisschen Selbstspiel gehabt.
Wir haben viel Energie, das haben wir auch effektiv gehabt, haben aber vielleicht nicht ganz gewusst, dass dann mit grösser werdenden Kind, dass es einfach weitergeht und dass sich das kumuliert. Und ihr seid dann ein bisschen an Grenzen gekommen. Du hast mir vorher gesagt, so ein bisschen an Grenzen von einem Burnout, vielleicht so, schon fast. Wann ist das gewesen? Immer wieder mal, ja. Ich glaube, in der ärgsten Phase haben wir uns wirklich überschätzt und übernommen. Das war der Moment gewesen, wo mein Mann das Studium abgeschlossen hat, als Theologe, und wir den Anspruch hatten, hey, das muss er jetzt noch brauchen. Gleichzeitig haben wir aber das Geschäft gehabt, wo wir anfangs erst das zweite drin gewesen sind. Und dann hat er sich überlegen müssen, wo er in ein Pfarramt. Für das hat uns aber noch ein Vikariat gebraucht, wo wir nur Vollzeit das ganze Jahr können machen. Das ist wie ein Praktikum bei einem Pfarrer oder bei einer Pfarrerin. Praktikum in einer Landeskirche, wo er nachher zum Pfarrer ordiniert würde. Mhm. Und da haben wir gewusst, für das müssten wir das Geschäft aufgeben, weil es braucht uns beide. Ich allein hätte das nicht können. Und ja, vor allem nicht mit Familie. Mhm. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass er als Jugendarbeiter könnte arbeiten, Teilzeit, damit wir reinschnuppern können, wie das so ist, in einer Kirchgemeinde, in einem Pfarramt. Und er hat parallel dazu 50% im Geschäft weitergeschafft und 50% in dieser Kirchgemeinde. Und ich weiterhin bin auch etwa 20-40% noch so im Geschäft gewesen mit dem Administrativen. Und er hat gemerkt, das ist anstrengend. Also. Das ist anstrengend, weil wir noch bei 40 Minuten Arbeitsweg hatten. Mhm. Weil wir das aufgeleistet haben, wo wir fängs ein ringlaufendes Kind hatten. Angefangen haben wir dann, wo das zweite da war. Und wo wir mitten drin waren, war das dritte unterwegs gewesen. Und da also haben wir uns in dieser Aufteilung 50% Jugendarbeit, 50% Geschäft und du auch noch im Geschäft involviert. Jawohl, genau. Ja. Ja. Sind eigentlich hochschwanger mit dem dritten Kind, ja, haben wir uns dann eingestehen müssen. Wir sind nicht unsterblich, das schaffen wir nicht. Und das war so die erste mittlere Krise in unserem Leben. Und wie habt ihr das gemerkt? Also, es hat für Anzeichen gegeben? Oder wo bist du an deine Grenzen gekommen, wo du hast gesagt, so, so geht es nicht mehr weiter? Du, das sind so Momente, wo ich zusammengeklappt bin und nichts mehr gegangen ist. Es hat nie gelangt, um eingeliefert zu werden oder irgendwie mit Medikamenten supportet zu werden. Aber einfach ganz, ganz schwach und zu merken, so kann ich nicht mehr und so will ich nicht mehr. Also emotional, es ist vor allem emotional gewesen. Ja, vor allem emotional, und das Körperliche wäre ja dann eigentlich nachher gekommen. Mhm. Und das war der Moment gewesen, wo wir gemerkt haben, jetzt müssen wir eine Weiche stellen, jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Und anhand von dem haben wir auch gemerkt, wo unser Herz schlägt, und haben festgestellt, hey, wir sind durch und durch Unternehmer. Mhm. Das, was wir dort machen können, machen wir gerne, und wir kommen in unserer Persönlichkeit zur Entfaltung. Was, im Pfarramt wäre das vielleicht auch möglich gewesen, haben aber einfach schlichtweg dort vielleicht aus moralischen Gründen, weil er das Studium hatte, haben wir das Gefühl gehabt, das müssen wir jetzt doch so machen. Mhm. Und rückblickend muss man sagen, also ganz viele von seinem Studium, von dem theologischen Hintergrund, von dem kritischen Denken, hat durchaus auch in unser Unternehmen dürfen fliessen. Mhm. Also es war nicht für nichts gewesen, sein Studium. Ich würde es mal so sagen, ja. Also das heisst, ihr habt nachher dort die Jugendarbeitsstelle gekündigt, du seid zurückgekommen quasi in die Geschäftsnähe und habt voll ins Geschäft investiert und Familie nebendran und habt so immer ein bisschen aufgeteilt untereinander, aber du warst Hauptfokus daheim gewesen, bei den Kindern und im Haushalt. Die Rollenverteilung war klar gewesen. Ja. Ich schaue daheim, er schaut im Geschäft, und der andere ist jeweils der Flügelmann oder Flügelfrau und unterstützt so gut, wie es geht. Und das war immer klar gewesen als Team. Dich. Das war immer klar gewesen. Ich bin sehr gern Mutter gewesen und bin es immer noch sehr gern. Und gerade in der gleichen Phase ist das auch etwas sehr Befriedigendes. Also ich hatte gute Schwangerschaften, gute Geburten, schöne Stillzeiten. Und das Leben mit kleinen Kindern ist so unmittelbar. Auch wenn es kräftezehrend ist, auch wenn mir der Austausch vielleicht dann fehlt mit Erwachsenen, ich habe
bin sehr privilegiert gewesen durch das, dass ich immer Teilzeit noch arbeiten konnte, während er meinen Mann geschaut hat. Mhm. Und du bist immer wieder ein bisschen rausgekommen, bist ins Geschäft, hast du dort ein bisschen mitdenken. Genau, und so habe ich ein totales Ja gehabt zu dem Hauptfokus Familie. Ja. Mhm. Und jetzt hat er die Weichen gestellt, dass sie 15 Jahre später? 15 Jahre später, ja, in der Mitte vom Leben. Mhm. Und gleich in die Phase ist durch. Die Familie ist grösser. Wir haben eine total schöne Familie, lässige Kinder. Wo, ja, ich muss wirklich sagen, wir geniessen die Familie sehr extrem. Aber als Frau ist so ein bisschen die Frage, hey, was wollte ich jetzt noch? Wo ist zum Beispiel mein Studium geblieben? Was du noch nie gemacht hast? Was ich nie gemacht habe. Mhm. Was auch nicht so schlimm ist. Wieso nicht? Aber, weil ich mit dem Geschäft ganz viele Sachen kann ausleben kann, die ich vielleicht später mit einem Studium nicht mal hätte können. Es ist ein riesen Privileg, die Selbstständigkeit, die wir jetzt hier leben können. Ja. Und ich bin überzeugt, dass man in der Selbstständigkeit sehr viel schneller und mehr lernt, durch das, dass man muss. Das war jetzt eine Klammerbemerkung. Mhm. Ja, deine Frage war, genau, wie sich das geändert hat. Mhm. Die haben jetzt welche umgestellt? Ja, es ist, über die Jahre hat bei beiden eine gewisse Ermüdung stattgefunden. Ich vom Zuhause sein, vom immer die erste Ansprechperson sein, von dem viel diskutierten Mental Load, wo wir immer so das Gefühl haben, das können nur die Frauen und das kann man den Männern nicht abgeben. Da bin ich einfach erschöpft gewesen und habe so das Gefühl, hey, jetzt will ich wieder mal. Und gleichzeitig ist mein Mann auch von, man muss wissen, er ist ein Pionier, ein Anreisser. Er hat ganz viel Energie, sehr eine hohe Energie, die er in Neues muss reinstecken können. Und inzwischen ist unser Unternehmen, wie gesagt, wir sind 12 Leute insgesamt. Und da hat es so viele Arbeiten erfordert von ihm, die nicht unbedingt seinem Stärkenprofil entspricht. Sehr viel Konstanz, sehr viel Administratives. Mhm. Und er hat das, für das das nicht sein Stärkenprofil ist, hat er das extrem gut abdeckt. Aber ein bisschen hat er sich immer verleugnen müssen. Und er hat das einfach also mit dem geringsten Aufwand sehr effizient durchgeklopft. Damit er sich dann seinem Projekt hat können widmen. Und irgendwann ist, obwohl er sich effizient betrieben hat, ist das so eigentlich nicht mehr gegangen. Es hat immer mehr Zeit in Anspruch genommen, als er das eigentlich hätte wollen. Mhm. Und das hat ihn gleichzeitig ermüdet. Es hat ihm viel Energie gekostet, Aufgaben zu machen, die eigentlich gar nicht seinen Stärken entspricht. Genau. Und dort haben wir festgestellt, dass das, was er jetzt eigentlich seit Jahren macht, viel mehr meinem Stärkenprofil entsprechen würde. Ja. Und so sind wir auf die Idee gekommen, da einen Wechsel zu vollziehen. Und jetzt das heisst, sein Hauptfokus ins Geschäft zu legen und sein Hauptfokus auf den Heimen mit den Kindern zu legen. Ja, ganz vereinfacht kann man das so sagen. Und jetzt schau mal, ein Mann mit einer hohen Energie, mit einem riesen Potenzial, enorm talentiert. Ja, das klingt zum Glück daheim. Sind unsere Kinder nicht mehr klein. Er muss nicht mehr ganz so viel daheim sein. Yeah. Er findet jetzt daheim auch viel Raum für neues Kreatives, oder wie? Nein, das neue Kreative, das hat er weiterhin im Geschäft gefunden. Und ist auch nötig gewesen, dass er dort wirklich etwas kreativ erschaffen kann, wo sichtbar ist, wo Erfolg verspricht. Zu Hause ein Zwiebeln auftischen oder ein Essen kochen, wo die Kinder nachher drüber schneiden, das ist nicht so erfolgsversprechend. Das kenne ich, ja. Genau, das ist... Das Schöne ist, dass Mütter irgendwie einfach hinnehmen und als gegeben anschauen und mein Mann hat dann dort noch viel eher aufzeigen oder auch mir klar machen, dass das nicht so glücklich macht. Okay. Das heisst, er hat jetzt auch mehr kreativer denken, wie könnte man das Geschäft weiterentwickeln, was gäbe es noch für Ideen, Innovationen? Ja, durch das, dass ich konstante Sachen abdeckt habe, ich mache das nicht einfach nur für ihn, sondern ich mache das sehr gern. Ja, im Gegenteil. Also ich habe mich nochmal extrem weiterentwickeln und lernen. Ich kann im Austausch stehen mit Kunden, mit den Mitarbeitern. Das gibt mir extrem viel.
Ja, und durch das, dass ich das jetzt mache, hat er wieder können, seiner Kreativität freien Lauf lassen. Mhm. Ja, genau. Und gleichzeitig, also, ja, eben ist immer so ein bisschen die Frage, wieso führst du mit einer vierfachen Mutter und Unternehmerin ein Interview, mit einem vierfachen Vater, der Unternehmer ist? Ich glaube, das tut man einfach nicht gleich bewerten, weil das ist klar, der vierfache Vater, der ist hauptsächlich Unternehmer und dann muss ich in dem Fall eine Frau haben, die zuhause schaut für alles. Und wenn das eine Frau macht, ist das plötzlich beachtenswert. Und ich glaube, das hat einfach mit unserem Rollenverständnis zu tun. Nein, ich finde, ich habe dich sehr bewusst eingeladen und nicht ihn. Weil ich finde, dass es oft einfacher oder schneller zur Wahl vom Mann kommt. Als Gesprächs- und Interviewpartner, als für Frau. Ja, das ist jetzt interessant, ja. Aber die Beachtung eben für so etwas, also es ist ungewöhnlicher natürlich, die Frau in dieser Rolle vorzufinden in einem Familienunternehmen als die jetzt quasi Geschäftsführerin ist. Weil und man automatisch davon ausgeht, dass die Frau ja den Löwenanteil zuhause hat und wie schafft sie das überhaupt, eine Unternehmerin zu sein. Mhm. Also ich tue dir das jetzt unterstellen, dass du das gedacht hast. Vielleicht ist das nicht der Fall, aber ich glaube, das ist das, wie unsere Zeit so gelesen wird. Also ein Unternehmer, ein Mann, der vollberuflich ist, da geht man ja nicht bewundern, dass er das macht, obwohl er vier Kinder hat. Sondern da weiss man, da ist eine starke Frau dahinter oder vielleicht auch eine unglückliche, die ihm das ermöglicht. Mhm. Absolut, ja. Ist ja aber auch so. Ist es so, ja. Ist es so, genau, oder? Genau. Die Männer sagen sich gegenseitig, hinter jedem erfolgreichen Mann eine starke Frau. Und was jeder versucht zu vertuschen, ist, dass es vielleicht auch eine unglückliche Frau ist und nicht nur eine starke. Wie schwierig ist es dir oder wie leicht ist es dir gefallen, bei diesem Wechsel so die bestimmende Rolle daheim abzugeben? Das ist etwas, was ich mit Freude abgegeben habe. Ich weiss aber, dass es nicht selbstverständlich ist. Und für mich war von Anfang an klar, wenn das funktionieren soll, dann geht es nur, wenn ich nicht klare Vorstellungen habe, wie das mein Mann daheim zu machen hat. Und ja, vielleicht würde er etwas anderes behaupten, dass ich meine Finger doch noch im Spiel kann. Aber ich finde wirklich, von Anfang an, er hat das extrem gut gemacht und er macht es anders als ich. Aber es ist super. Mhm. Und es ist für mich, ist es Vollzeit zu arbeiten, ist so viel einfacher und entspannter als Mutter Teilzeit zu arbeiten. Ich finde, das ist der grössere Job. Weil im Kopf hat man immer noch den Faden, von daheim, bevor das so vielgleisig. Und das finde ich mental und grundsätzlich kräftemässig sehr viel anstrengender. Mhm. Seit ich 100% im Betrieb bin, weiss ich, boah, daheim läuft's. Oder es läuft auch nicht. Mhm. Aber ich kümmere mich jetzt um das Geschäft. Mhm. Und ich kann am Abend heimkommen. Ich komme auch am Mittag heim. Und dann kann ich mich einklinken, aber ich darf nachher wieder gehen. Mhm. Man hört ja an deinem Dialekt, dass du nicht von hier kommst, wo du jetzt wohnst, Berngebiet, sondern ursprünglich kommst du ein bisschen von weiter östlich. Das hast du richtig geraten, genau. Gut. Richtig geraten, gut. Ja. Ich komme ursprünglich von Winterthur und habe, ja, sagen wir so, Kind verbietet mir, Berndeutsch zu reden. Ah, wirklich? Wieso? Obwohl ich jetzt seit über 20 Jahren zu Bern bin. Klingt nicht gut. Es klingt, glaube ich, nicht gut, ja. Das geht natürlich nicht, wenn man nicht gut Berndeutsch redet. Aber klar. Dort möchte ich noch schnell ein bisschen hinterher kumpen. Das heisst ja auch, dass du in Winterthur ein Leben hinter dir gelassen hast und bist auf Bern gekommen. Ist das aufgrund von der Liebe gewesen oder hat es andere Gründe gegeben? Ganz genau aufgrund von der Liebe, ja. Wir haben uns mit 18 kennengelernt, haben 2 Jahre eine Distanzbeziehung geführt und irgendwann war klar gewesen, hey, ich will das vertiefen und ich meine das ernster. Und dann habe ich intern in der Firma, schon dort, wo ich die Lehre gemacht habe, können in eine Filiale auf Bern wechseln. Und habe das natürlich mit ihm besprochen, ob das ihm nicht zu nahe ist, ob ich den Schritt dürfte machen. Yeah. Und so ist das gekommen, dass ich auf Bern gezogen bin. Und das war gut für ihn, der Schritt? Hey, heikler Moment, gell? Wir waren 20 und freiheitsliebend. Und ja, in diesem Alter, der ganze soziale Kontext und die Familie wohlverstanden, noch vor dem Smartphone hinter sich zu lassen,
Das war ein grosser Schritt und auch eine grosse Last für ihn. Mhm. Es hat durchaus schief rauskommen. Dass du für ihn das alles hinter dir lässt, quasi. Ja, und ein Stück weit auch das Risiko eingehen und ein Stück weit mich auch abhängig machen von ihm und von seinem sozialen Kontext. Mhm. Es war schwierig, sich parallel etwas aufzubauen und hat vermutlich auch nie ganz so geklappt. Das ist ein schwieriger Moment gewesen, wo für die Beziehung hätte können zerbrechen. Für dich hat es nie richtig geklappt, hier in Bern? Komplett losgelöst von ihm. Weil er hat natürlich einen Freundeskreis gehabt, ein soziales Umfeld, wo ich reingekommen bin, wo ich auch wohl gewesen bin. Mhm. Und demonstrativ mir einen neuen Kreis aufbauen, nur um zu sagen, ich bin da unabhängig, das ist mir irgendwie unnatürlich vorgekommen. Mhm. Und so bin ich natürlich in seinen Freundeskreis reingekommen und habe mich dort sehr wohl gefühlt. Aber ja, wie gesagt, es ist aufgrund von ihm. Und das haben wir müssen irgendwie die Schwierigkeit auch anerkennen. Aber es ist dann, wenn ich es richtig rausgehört habe, ist es dein Wunsch gewesen, schon ziemlich schnell in seine Nähe zu ziehen und daher auf Bern zu kommen. Obwohl das beide freiheitsliebende Zeit war. Was war denn für dich die Motivation gewesen, schnell in die Nähe zu kommen? Du, sag mal so, ich bin in dieser Beziehung so angekommen. Wir haben zusammen eine Energie von Anfang an entwickelt. Wir haben uns in einem Lager kennengelernt und sind, glaube am Ende von dem Lager sind wir zusammengekommen. Und wir haben beide eine sehr hohe Energie, die sich gegenseitig einfach noch aufspielt. Also für dich war einfach klar gewesen, hey, All in. Kein Kompromiss. Und gar nicht lange. Und ich tue nichts irgendwie zurückhalten und mir ein Hintertür offen behalten. Mhm. Das war so klar gewesen. Also wir haben immer gesagt, wir sind so lange mit dem Mensch zusammen, wo wir uns vorstellen können, zusammenzubleiben. Und wenn dort irgendwie ein Zweifel ist an der anderen Person oder an sich selber, ob das könnte gut sein, dann muss man so etwas verlassen. Mhm. Und das war einfach eindeutig gewesen. Hey, da, wir wollen das Leben zusammen verbringen. Aber wenn wir da jetzt nochmal so trauen Mann und Frau anschauen, ist es ja auch ein bisschen klassisch, oder? Dass du als Frau dich voll abhängig machst, zu ihm ziehst, dein Umfeld loslässt. Absolut, absolut klassisch. Also, wir sind auch die Generation, du bist vielleicht noch nicht ganz so alt, aber Mitte 40. Nein, ich bin noch lange. Noch lange 40, gell? Ja, musst schauen, was dich da erwartet. Doch, ich komme auch gleich her. Gib es. Kannst noch vermuten, wegen der Reife, gell? Ja, wir sind natürlich noch geprägt von Eltern, die ein klares Rollenverständnis hatten. Die Freundinnen in meinem Alter, die eine schaffende Mami hatten, das waren Rabenmütter gewesen. Mal verstanden, hä? Mhm. Ich habe die Kinder waren Schlüsselkinder. Schlüsselkinder, die Armen. Die Armen, ja, Schlüsselkinder. Genau, ja. Mit den Rabenmüttern. Und ja, das ist, ich denke, die Generation von unseren Eltern, das wird irgendwie zwischen den Jahrgängen 50 und 60 sein, die sind selber wiederum von Eltern grossgezogen worden, irgendwie Jahrgang 20 bis 30, die in den Zwischenkriegsjahren gross geworden sind, nachher in der Jugend oder im jungen Erwachsenenalter den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, die sind aus einer Armut rausgekommen und wiederum eben meine Eltern sind aus ganz einfachen Verhältnissen aufgekommen. Die haben dauernd Wachstum und Aufstieg gehabt und haben eigentlich für den Hintergrund, wo die hatten, eine Form von Familie gelebt, wo damals schon ein Privileg war. Und das war ein Privileg, hat ein Mann arbeiten können und die Frau daheim bleiben. Mhm. Dass es ein Einkommen langt. Also, meine Grosseltern und Urgrosseltern, dort haben immer beide arbeiten müssen. Mhm. Und das ist dann natürlich auch idealisiert worden. Kinder kommen nur gut raus, wenn das Mami wohlumsorgend immer um die Kinder herum ist. Mhm. Das hat dich geprägt? Hast du das mitgenommen? Auf jeden Fall hat mich das geprägt, ja. Das ist die Vorstellung. Du hast ja dann auch so gelebt, oder?
Du, teilweise, ja. Also ich denke, ich zähle mich zu dieser Generation, die dort ein bisschen im Zerriss ist. Die Vorstellung von dieser eben voll fürsorgliche Mutter, die eigentlich dauernd rum ist und gleichzeitig im gesellschaftlichen Anspruch erwerbstätig zu sein. Mhm. Das ist ein rechter Spagat, wo wir jetzt die Mühe machen. Findest du es jetzt gut, dass jetzt du in diesem Podcast hockst und nicht dein Mann? Absolut, ja, sicher. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als die Anfrage kam, weil ich es mir grundsätzlich anders gewöhnt bin. Mhm. Aber ja, ich finde es schön und wichtig. Mhm. Ich glaube auch. Darum schön. Mega schön, dass du da bist. Der Tobias Siegenthaler, der bei mir im Podcast war, ist auch ein guter Freund von euch. Er hat mir die Idee gesteckt, dich einzuladen. Und er hat mir von euch ein Kind erzählt. Und er hat mir etwas erzählt, was ich gerne ein bisschen nachfrage. Er hat gesagt, wenn er zu euch kommt, euch besuchen, dann löchern eure Kinder ihn mit Fragen zu der Bibel. Er kennt keine Kinder, die so interessiert sind an der Bibel. Ist das so? Ob er keine anderen Kinder hat, die so interessiert sind, das weiss ich nicht. Aber er ist natürlich ein wandelndes Lexikon einerseits und andererseits hat er einen tiefen Glauben und Idee, das steckt einfach an. Einerseits liegt das an ihm, andererseits denke ich schon, haben wir aufgeweckte Kinder, die sehr kritisch denken und fragen. Aber die Bibel und das heisst auch der Glaube ist bei euch daheim ein Thema, auch für eure Kinder. Ist ein Thema, ja. Mein Mann und ich, wir sind beide in einem christlichen Elternhaus gross geworden. Hat eine grosse Rolle gespielt. Inzwischen haben wir einen kritischen Blickwinkel eingenommen. Haben gewisse Sachen vielleicht auch hinter uns gelassen. Er ist ja Theologe, oder? Ja, genau, da gehört ein bisschen Kritik dazu, ja, gell? Ja. Ja, haben einfach auch eine andere Sichtweise auf das Ganze überkommen. Also aber jetzt von der Kindheit ja, wir nach den christlichen Grundwerten erziehen und sie eigentlich lehren im kritischen Denken. Was heisst das für euch, in den christlichen Grundwerten erziehen? Dann kannst du eine Denkpause ausschneiden. oder wir lassen was drin. Was heisst das konkret? Die Denkpause. Ja, willst du sie drin lassen? Hey, Nächstenliebe. Ich glaube, es geht in allem innen geht's immer um Beziehung. Und Beziehung kannst du nur leben, wenn du selber gemütlich und sauber in dir hockst. Wenn man sich selber kennt, sich kann verorten, ist man fähig, in eine Beziehung zu treten. Und für das braucht es Achtsamkeit sich und dem Gegenüber. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Hauptding, wo wir unsere Kinder drin erziehen. Wie viel das mit christlichen Werten zu tun hat, sei dahingestellt. Ich glaube, das ist einfach das Grundwesen vom Menschen. Mhm. Aber du interpretierst das für dich als christliche Grundwerte, wenn deine Kinder einen gesunden Selbst Wert haben, so wie ich es rausgehöre. Also in Bezug zu sich selber, wissen, wer ich bin. Gemütlich, du hast es sehr schön ausgedrückt, gemütlich in sich innen hocken. Gemütlich und sauber in sich innen sitzen. Ja. Gemütlich und sauber in sich innen hocken, sagen wir ja auf Berndeutsch. Was heisst das genau? Weisst du, ich glaube, um eine Beziehung zu fähig sein, musst du dich selber sehr gut kennen. Mhm. Dich und deine Grenzen. Und musst die können setzen, gegen aussen, aber auch dir selber gegenüber. Musst aber auch bereit sein, mal gewisse Grenzen zu überschreiten, wenn es um Belastbarkeit geht. Und in dem innen die Resonanz suchen zum Gegenüber. Ich glaube, dort, wenn du dich dauernd selber verleugnest oder deine Grenzen dauernd überschreitest, dann bist du auch nicht
ein Gegenüber für die anderen, wo eine tragfähige Beziehung kann entstehen. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass sie ausschliesslich sagen, das christliche Wert. Ich glaube, das ist grundsätzlich, ist das jedem Mensch und jeder Religion und Zugehörigkeit, ist das möglich, das so zu denken. Hockst du gemütlich und super in dir drinnen? Meistens. Meistens. Lachst du mich so? Ja. Ja, ist natürlich etwas, wo nicht, also das ist auch dauernd wieder ein Navigieren. Für das braucht es Momente von der Ruhe, vom Können durchschnaufen. Und das ist in meinem Alltag nicht immer gleich gut möglich. Und da muss ich manchmal wieder zurückkrebsen, einen Waldspaziergang machen, mit dem Hund zum Beispiel. Muss mir meine Motivationen und meine Tätigkeiten bewusst werden. Und das heisst vielleicht auch mal, gewisse Abstriche zu machen und zu sagen, das ist nicht nötig, das lasse ich sein. Oder hey, das ist mir wichtig, das suche ich. Und ja, ich glaube, dann meistens, sehr oft gelingt es mir, gemütlich in mir hineinzuhocken. So schön. Wir haben in diesem Podcast-Format eine Rubrik, die heisst «Gott und du». Und da würde ich dir gerne 3 spezifische Fragen stellen. Gott und du in deiner Kindheit. Du hast es kurz angetönt. Das war ein Thema in deiner Kindheit. Aber was hat Gott für eine Rolle gespielt in deiner Kindheit? Gott hat sehr eine grosse Rolle gespielt. Inzwischen bin ich so weit, dass ich sage, wer bin ich, dass ich Gott eine Rolle zuschreiben kann. Er war sehr wichtig. Wir haben ein sehr intensives Glaubens- und Kirchenleben geführt. Ich war Feuer und Flamme. Und ich glaube, das ist ein grosser Teil, der mich zu dem Menschen gemacht hat, wo ich jetzt bin. In der Jugend hat es so eine Phase gegeben, wo ich voller Stolz gesagt habe, Gott spielt in meinem Leben keine Rolle, sondern er ist mein Regisseur. Und das trifft vielleicht noch eher, wie ich es im Moment sehe. Hey, für mich ist Gott so unbestritten. Aber eine Rolle im Sinn von, er dirigiert mich oder ist massgebend. Ich glaube, diese Sicht, die habe ich ein bisschen verloren. Also er ist unbestritten, aber er ist nicht massgebend. Oder nicht dirigierend. Nicht kannst dirigierend, du ja. Mit dem er geht nicht so offensichtlich den Takt vor. Er ist recht understate in meinem Leben vorhanden. Für mich ist das so klar, wie ich schnaufe, dass es ihn gibt und dass ich ohne ihn gar nicht wäre. Es ist so wie ein Boden, wie ein Gärtchen zu sein. Ich tue aber inzwischen nicht mehr jedes Erlebnis oder jede Begegnung auf ihn hindeuten. Ich glaube, das ist nicht nötig, dass ich ihm das so zuschreibe, weil ich erachte ihn ohnehin als gross. Was würdest du sagen, wie erlebst du Gott in deinem Alltag? Oder wie wirkt er denn in dein Leben? Wie gesagt, recht anders gesagt. Es wäre mir möglich, ganz vieles auf ihn hinzudeuten und dass ich ihn in dem Sinne gross mache. Ich glaube eben, es macht ihn nicht unbedingt grösser, sondern ich kann einfach dankbar sein für das. Konkret erleben tue ich ihn eigentlich. Es gibt so ein schönes Kinderlied von Andrew Bond. Wo ist Gott im Himmel? Wo ist das überall, wo Menschen miteinander zusammen singen oder zusammen sind, zusammen Begegnungen haben, zusammen für Schoche einstehen. Ich glaube, überall dort, wo Beziehungen entstehen, wo die Herz-zu-Herz-Begegnungen stattfinden, das finde ich göttlich, das ist himmlisch. Das ist dort gehe ich auf und dort merke ich, dort entsteht etwas. Und das schreibe ich Gott zu. Was ist die grösste Zweifel in deinem Glauben? Ja, die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte. Da denke ich schon, hey Gott, haben wir Jesus gänzlich missverstanden? Was haben wir aus seinen Lehren wirklich genau gemacht?
Inwiefern? Kannst du das noch ein bisschen? Du, der ganze Religionskrieg, dass jede Religion und auch der christliche Glaube für sich die Wahrheit so beansprucht, im Missachten eigentlich vom anderen, dass jemand die Wahrheit für sich beansprucht, das allein stört mich nicht. Aber wenn man dann gegenüber dem Mensch geringschätzen oder das, was er macht, ich glaube, das geht gänzlich an der Idee von Jesus vorbei. Der hat uns eigentlich so viel anders aufgezeigt. Mhm. Das ist mein grösster Zweifel. Wieso ist es so rausgekommen? Mhm. Also eher der Zweifel am Mensch als an Gott, natürlich, oder? Ja. Wie hat sich dein Glaube denn verändert? Wie würdest du es beschreiben? Jetzt so, wenn du deinen kindlichen Glauben oder den Glauben, den du in deiner Kindheit hast mitbekommen, oder eben als feurige Jugendliche, wie du da vorhin beschrieben hast, zu heute, Mitte 40, wie hat sich denn dein Glaube verändert? Du, wenn wir beim Wortspiel sind von den feurigen Jugendlichen, dann ist es wirklich die Flamme, die hoch ist, die züngelt. Und inzwischen ist es einfach eine Kohle, die glüht, und zwar über Tag und Nacht, also es Feuer, das ist irgendwann schnell niederbrennt, und die Kohle, die glüht und bleibt warm und hat Energie. Mhm. Du hast vorhin so schön von Beziehungen geredet, von diesen Herzensmomenten, Beziehungsmomenten, also Beziehungen, Begegnungen mit Menschen, das scheint dir etwas ganz, ganz Wichtiges zu sein. Mhm. Was bedeutet dir Beziehung zu anderen Menschen? Ich glaube, das ist der Grund, warum der Mensch überhaupt ist. Ich bin überzeugt, jeder Mensch will geliebt werden, will Beziehung zu anderen können pflegen. Und mein Leben ist dann lebenswert, wenn die Beziehungen so können entstehen und können gelebt werden. Sei das bei uns in der Familie, am Familientisch, bei Freunden, die vorbeikommen. Aber bei den einfachen Nachbarin, die ich vielleicht gar nicht so gut kenne und wo auf der Straße ein Gespräch kann entstehen kann. Mhm. Sei das mit Kunden am Telefon, wo man ein persönliches Gespräch kann führen kann. Oder mit unseren Mitarbeitern, wo man eigentlich mehr ist als einfach Arbeitgeberin und Arbeitnehmer. Was bist du mehr als Arbeitgeber? Also, was braucht es denn? Oder was macht denn für dich so einen Herzensmoment aus? Wie erkennst du so einen? Menschlichkeit. In einem Moment, wo eben nicht die Leistung sekundär wird. Wo das Ergebnis oder das gewünschte wirtschaftliche Ergebnis, wo man das mal zurückstellen kann und schauen kann, hey, wie geht's dir denn wirklich? Mhm. Was ist los? Wo drückt der Schuh? Wo erzählen? Und wenn dort der Raum entsteht, das ist etwas Grossartiges. Ich erlebe es immer wieder, dass Leute Potenzial können entwickeln und können über sich herauswachsen, wenn die Beziehungen gesund sind. Und an was orientiert ihr euch dort? Also, was ist eure grössere Vision jetzt für das Unternehmen spezifisch? Also, ganz klar, wirtschaftlich müssen wir sein. Mhm. Sonst gäbe es uns nicht mehr. das ist unbestritten. Wir haben nicht noch irgendeinen Mäzen, der uns unterstützt. Schlussendlich funktionieren wir nur so gut wie das schwächste Glied. Und die Gruppe gibt eigentlich vor, was wir alles vermögen. Also, wir tun in ganz vielen Entscheidungen tun wir eigentlich das ganze Team einbeziehen. Bei uns gibt es keine Geschäftsleitungsentscheide, wo wir nachher das Team darüber informieren, wie das jetzt läuft. Sondern das findet sehr oft in einem Austausch auf Augenhöhe statt. Und dort jeden Einzelnen zu spüren und zu wissen, wer wie tickt, wer was für Bedürfnisse hat, ich glaube, das ist ein grosser Teil vom ganzen Erfolg. Und soll jeder seinen Platz haben und seine Möglichkeiten. Mhm. Ist es das gleiche Prinzip am Familientisch bei euch daheim? Ja, Erziehung auf Augenhöhe kann ich sehr anstrengend sein. Wenn man doch das unsere Kinder... Wird jede Entscheidung diskutiert am Familientisch, ja, mit dem schwächsten Glied? Ja,
sehr oft schon. Und das, ja, der Schuss kommt zum Teil auch ein bisschen hinaus. Zwischendurch müssen wir uns daran erinnern, dass wir im Fall die Eltern sind und können sagen, wodurch das geht. Ja, es ist so die, ja, die Erziehung, die bedürfnisorientierte Erziehung auf Augenhöhe ist etwas Wunderschönes. Aber, ja, zum Teil müssen wir auch sehen, dass wir, Kinder müssen befreien von ihren Begierden. Indem wir einfach sagen, nein, jetzt läuft das so. Aber ja, wir stehen sehr oft im Austausch. Und daraus kann Grossartiges entstehen. Ja, wir haben selbstständig, kritisch denkende Kinder, die sich verorten können und sich vollziehen können. Was wünschst du dir als Mutter für deine Kinder, wenn du in ihre Zukunft hineinschaust und siehst die Veränderungen von unserer Zeit, von ihrer Generation, eben, du hast schon angesprochen, wir haben wahnsinnige Veränderungen gehabt, Kommunikation, Smartphone, Social Media, Frauenbilder, Männerbilder. Was wünschst du dir für deine Kinder? Das sauber und gemütlich in sich hinein können. Ja, stimmt. Also immer wieder. Ja, also ich bin in der Zenit. Es ist wirklich eine sehr herausfordernde Zeit. Und sie müssen, es ist fängt so alles möglich und es sind kaum mehr klare Vorschriften und trotzdem ganz klare Vorstellungen, wie man hat sie eben gerade eigentlich diktiert von diesen sozialen Medien. Und ich wünsche mir für sich, dass sie einfach ihren Selbstwert so gut kennen, dass sie sich dort können abgrenzen und zufrieden sind mit sich selber und tragfähige Beziehungen können leben. Und jetzt noch als Unternehmerin mit Sicht auf deine Firma und euer Familienunternehmen. Was hast du dort für Visionen? Woher willst du dort? Wir haben bei uns im Pausenraum haben wir einen Tisch und wir haben immer gesagt, bei uns arbeiten so viele Leute, wie an dem Tisch Platz haben. Irgendwann haben wir dann eine grössere Tischplatte machen lassen. Also eine riesige Tischplatte, muss man sagen. Ich habe den Tisch vorhin gesehen. Da können vielleicht wahrscheinlich 20, 22 Leute. Nein, es sind 12 Leute bequem drum um den Platz. Aha. Und man kann noch Tische zustellen, aber dann gibt es ein Quetsch. Aber man kann sich schon auch noch ein bisschen gemütlicher dran hocken, oder? Könnte man, ja. Aber dass wirklich jeder seinen Platz hat und nicht verdrückt wird, sind das 12. Und okay. das ist das, was wir gesagt haben. Das können wir als Geschäftsleitung, und das bin nicht nur ich, sondern das bin ich und mein Mann zusammen, das ist das, was wir handeln können und was wir gerne und gut führen. Unsere Vision ist, dass jeder, der an dem Tisch Platz hat, den Platz in dem Unternehmen hat und dort kann zur Entfaltung kommen. Und die Wirtschaftlichkeit, das ist für mich ein nötiger Nebeneffekt, damit jeder eigentlich ein Leben kann gestalten in Fülle. Hey, 8 Stunden im Tag verbringen die bei uns und tun wertvolle Lebenszeit da investieren. Das soll das etwas sein, was sie erfüllt und was sie am Abend glücklich heimgehen und wo sie über das aus ihre Beziehungen zueinander können pflegen. Und wenn wir das weiterhin erreichen, dann bin ich glücklich. Und dass es für das wirtschaftliche Massnahmen braucht, neue Produkte, neue Projekte, das ist einfach wie die Voraussetzung. Mhm. Und die Tischplatte, die muss nicht noch grösser und grösser und grösser werden? Nein, soll sie nicht. Soll sie nicht? Soll sie nicht, ja. Soll sie nicht. Merci vielmals. Ich danke dir fürs Zuhören und fürs Fragen. Danke. Ja, ich wünsche dir wirklich weiterhin und euch als Familie. Man merkt wirklich, es ist so Teamwork. Es ist nicht einfach du, sondern es sind dir. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und viel Freude und viel Kraft bei all diesen Ideen, die ihr habt. Merci vielmals. Das wünsche ich dir auch. Danke. Das nehme ich. Gemütlich und super in sich innen hocken. Was für ein schönes Bild, das sicher noch lange mit mir mitkommt. Gemütlich und super in sich innen hocken, weil daraus echte Nächstenliebe fließt. Herzensmomente, wie Talena so schön sagt. Ein mega schönes Gespräch mit einer Frau, die immer wieder neu denkt und bereit ist, alles auf euch warten zu setzen. Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.